Hallo liebe Reisefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Diane und Frank von Just Lollydays und gerade auf der tropischen Insel Mauritius. In diesem Video erkunden wir Mauritius mit dem Mietwagen. Es geht in den Inselsüden. Wir sehen wilde Strände und traumhafte Strände. Wir machen eine spannende Tour durch den Botanischen Garten und fahren zu einem edlen Chateau. Wir starten unsere Tour von unserer Unterkunft in Perry Bay. Den kleinen Mietwagen bekommen wir für 20 Euro am Tag und er wurde uns zur Unterkunft gebracht und er wurde dort auch wieder abgeholt. Wir haben schon viele Highlights der Insel gesehen und es fehlt vor allem nur noch der Insel Süden. Falls ihr andere Videos noch nicht gesehen habt, dann schaut gerne rein in unserer Playlist Mauritius. Es wäre auch sehr schön, wenn ihr unseren Kanal mit einem kostenlosen Abo unterstützt. Unser erster Stopp ist bei der Rumdestillerie. Hier kann man eigentlich Führungen bekommen durch die Destillerie und den Vanilleanbau. Leider wirken die Mitarbeiter heute so lustlos, dass wir nur kurz auf eigene Faust das Gelände erkundet haben. Schade, denn eigentlich waren die Bewertungen im Internet ganz positiv. Aber für ein Rum-Tasting ist es auch sowieso zu früh. Der Grigri Beach ist bekannt für seine atemberaubenden Klippen und wilden, tosenden Wellen. Anders als die typischen Strände der Insel bietet der Strand keinen Badebereich, da die starken Unterströmungen und hohen Wellen das Schwimmen sehr gefährlich machen. Es ist eine tolle Kulisse für schöne Fotos. Wir fahren entlang der Küste im Süden von Mauritius in Richtung Le Morne. Es ist ein faszinierendes Erlebnis, da man von malerischen Aussichten auf das türkisfarbene Meer begeistert wird. Wir machen einen Stopp beim Macomb Viewpoint. Hier gibt es einen spektakulären Blick auf das tiefblaue Wasser der Lagune und die umliegenden Landschaften. Von hier aus kann man die Le Mont Brabant Berge und die beeindruckende Bucht bewundern. Weiter im Südwesten kommen wir dann zum 556 Meter hohen Le Mont Brabant. Dieser Berg gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist beliebt bei mutigen Wanderern. Am Strand von Le Morne gibt es sehr viele große Luxushotels mit direkter Strandlage. Aber auch die Einheimischen genießen hier das schöne Strandleben am öffentlichen Bereich. Wir wandern am Strand entlang und genießen das wunderschöne Wasser und die traumhafte Aussicht. Der Strand besteht aus Korallensand und ist leider nicht so schön, um barfuß zu laufen. Also nicht vergessen, Strandschuhe mitzunehmen, wenn ihr mal da seid.
Uns gefällt dieser Strand wirklich sehr gut und wir geben einen Daumen nach oben. Falls euch dieses Video gefällt, dann gebt uns doch auch ein Like. An der Westküste entlang geht es wieder in den Norden. In Tamarin geht es vorbei an den Mangroven. Diese wurden hier gepflanzt, um die Küste zu schützen. Wir werfen einen kurzen Blick auf den Strand von Tamarin. Vor dieser Küste finden auch Delfintouren statt und der Strand ist sehr beliebt bei Wassersportlern. Auch den langen und sehr beliebten Flicken-Flack-Strand sehen wir noch kurz auf den Rückweg an. Wir können sehr gut verstehen, dass auch dieser Strand viele Fans hat. Diese Tour hat sich heute schon mal gelohnt und wir nehmen viele unvergessliche Eindrücke mit und freuen uns schon auf den nächsten Tag. Unser heutiges Ziel ist nicht so weit entfernt von Perry Bay und liegt in der Nähe von Port Louis. Der Botanische Garten von Mauritius ist eine beeindruckende Attraktion auf der Insel. Er wurde im Jahr 1770 gegründet und ist der älteste botanische Garten der Südhalbkugel. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Person und für 1,50 Euro zusätzlich bekommt man eine Führung durch den Park. Dies ist unbedingt zu empfehlen. Wir hatten nicht gedacht, dass es so viel Spannendes zu entdecken gibt in einem botanischen Garten. Wir haben diese Tour eine Pflanzensafari genannt. You come from where? Germany. Bottenfall. Seit 100 Jahren. 100 years old mango tree. 100 years old. 40 variety of mango. Ah, that's nice to take picture. Sleeping coconut. Diese Palme wurde durch einen Zyklon geformt. Der Garten erstreckt sich über eine Fläche von ca. 37 Hektar und beherbergt eine reiche Vielfalt an exotischen Pflanzenarten, darunter seltene Palmen, Gewürzbäume, Orchideen und endemische Flora. All the ebony, mahogany and all the wood. The heaviest wood in the world. When you catch it, when they get black, you put in water. They don't swim, they sink. Ebenholz, wie man nicht unter Wasser sinkt. Ja. Das ist gut, les touches de piano, les instruments de musique, les statuettes. Das ist ein Raum, das hat mir nicht kardinal. Ich habe mal eine Balaklöte. Und diese sind die Litchi Tree. Ist das one oder that? That one, same one. One, two, three, Litchi. Das ist ein Litchi Tree, November, December, Oktober, November, December. 5 to 10,000 fruits to give. We have to put net on the litchi tree or else the bats, thousands of bats come tonight and eat it. Wahnsinn, ne? Ja. Hör mal. Die kannst du als Rohre schon verwenden, oder? 25 cm am Tag wachsen die, das ist irre. They look like mangrove. The mangrove in water. In Mon, Tamarin to Mon. 7 to 8 kilometers we have plant mangrove, you will see. Mm-hmm. Why? To protect the lagoon against water erosion. Oh, yeah. On a planté des mangroves vers Tamarin pour aller au Mont. Es ist eine unglaublich spannende und informative Führung. Mm-hmm.
Voilà. Lotusblume hat sie genannt. It lives in water. In the color. Like silver. Completely waterproof. C'est hydrophobe, c'est imperméable les lotus. For the nano technique. Special painting, ceramic will royal boss. If you practice yoga, lotus position. And the big tree there, mahogany. The big one. Mahogany. Of the ebony, of the teak, that one, mahogany, very, very expensive. 100 years old, red, brown color. Now you can go this way, make picture of the nymphaea. The smallest lily is the nymphaea. Der Teich mit seinen großen Seerosen ist das bekannteste Bild des Botanischen Garten von Mauritius. Das von dem Baum hier, Nelke. Richtig, die Blätter sind auch ganz stark. Cloves. Not the leaves, we don't use the leaves, we use the flower. Very good for pain, painkiller, toothache. Pour les mal de dents, c'est excellent. Voilà, c'est ça d'arbre là. Dans des fruits. Dans des baumes, dans des baumes, dans des baumes. Not the best angle to take picture from the water lilies here. Everyone will tell you Pamplemousse Garden that the photo. Die Talipot-Palme bietet uns gerade ein sehr seltenes Naturschauspiel. Diese Palme hat eine lange Blütenperiode, die etwa 60 Jahre dauert. Die Blüte selbst ist beeindruckend und kann bis zu 6 Meter in die Höhe und 3 Meter in der Breite wachsen. Nachdem die Talipot-Palme geblüht hat, setzt sie ihre Samen frei und dann stirbt sie ab. Ja, ist nicht kaputt, aber ich los. Dann nach 10 Minuten wieder offen. Ja, no, welcome the plant carnivore, mais c'est des plantes Mimosa pudica. Why they close? They are the self-defense of the plant. When they are eating by animal, all close and then 10 to 20 minutes they open again. Touch me not. Mimosa pudica, catch me not. And that one is very big, huge acacia tree. An acacia géant qui fait plus de 200 ans. And a reason acacia bound 200 years old from Africa. An acacia géant qui fait 200 ans qui vient d'Afrique. En été, ça fait plein de fleurs jaunes. C'est septembre, octobre, novembre. September, October, November, they give the yellow flower. All spice, love, aux quatre épices. Viens à l'ombre, monsieur, dame. Smell the leaves, all spice, they smell everything. Rischen. Quatre épices, all spice. I take another one. Ah, you get the wrong one. Old spice, das ist hier dieses, dieses Aftershave von früher. Ah, that's beautiful to film here. The traveler's palm. Travelers. L'arbre du voyageur. La feuille, ça fait comme des bananes. Ça l'ouvre en éventail. Il y a une réserve d'eau dans les cœurs. On pèse les cœurs, on a de l'eau. Voilà, c'est comme ça là. Normally, color blue, but
Tala. Wenn ihr einmal auf Mauritius seid, dann besucht diesen wunderschönen Garten. Es lohnt sich. Zum Abschluss besuchen wir noch ein historisches Herrenhaus im Norden der Insel. Bitte setzen Sie sich. Das Anwesen hat eine reiche Geschichte und wurde im 19. Jahrhundert von Christian Wiehe, einem reichen Zuckerbaron, erbaut. Das Herrenhaus ist ein Beispiel für die französische Kolonialarchitektur und zeigt die Eleganz und den Charme vergangener Zeiten. Vom Tasting? Ja. Eben noch im Genießen, meine Villa. Kaufen wir die jetzt? Jo, kein Problem. Ja. Im Eintrittspreis ist ein Rum-Tasting inbegriffen. Wir hätten umfangreich testen können, aber das ging mit dem Mietwagen natürlich nicht. What is inside the tasting? Room tasting? Number one. Das ist maybe so wie in Kroatien, da konnten wir alles durchprobieren und sind voll aus dem Laden, aber haben auch richtig was eingekauft. Und hier dürfen wir auch alles probieren. Müssen wir wohl ein Auto fahren. Alter. Yes, really good. Definitely groß, alles klar. Ah ja. Wir lassen den Tag am Pool bei unserer Unterkunft ausklingen. Diese Unterkunft und die Umgebung von Perry Bay zeigen wir euch im nächsten Video. Wie immer würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dieses Video liked und vielleicht einen netten Kommentar zurücklasst. Mit dem Abo seid ihr dann auch beim nächsten Video über Perry Bay und unseren Ausflug mit dem Speedboot nach Flat Island dabei. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Bleibt fröhlich und gesund, eure Just Lolly Days.